Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu TBB at Home. Heute in wahnsinniger Atmosphäre, direkt vom Moselufer in Bernkastel-Wehlen vom Weingut-Kerpen, melden wir uns mit der letzten Spielerpräsentation für die aktuelle Saison, die auf uns zukommt und am 3. Oktober mit einem Heimspiel gegen Braunschweig starten wird, das 25. Bundesliga-Jahr der TBB Trier in Folge. Bevor wir sozusagen Business as usual machen, möchte ich aber noch zwei, drei kurze Worte in eigener Sache verlieren. Und zwar ähm, hat mich und uns alle gestern ähm, die traurige Nachricht erreicht, dass äh, einer der größten, wenn nicht größten Moderatoren äh, der Stadt Trier und der Region und einer der verdientesten Journalisten unserer Großregion leider viel zu früh durch einen Verkehrsunfall von uns gegangen ist. Er war ein Förderer nicht nur des Basketballsports, äh, sondern der Kultur vor allen Dingen in der Region, hat aber auch unser Projekt, den Video-Livestream ähm, mit unterstützt, mit äh, seiner Prominenz, die er hat, auch die Idee ins Volk getragen und auch äh, einen Teil des Crowdfunds mitgetragen persönlich und war uns immer ein äh, wichtiger Ansprechpartner und auf diesem Wege können wir eigentlich auch nur unser Erschüttern ausdrücken und äh, unsere Gedanken und unser Beileid gilt natürlich den zwei Töchtern und seiner Frau. Alles Gute auf diesem Wege und mit Dieter Linz wird uns allen ein sehr, sehr wichtiger Mann fehlen. Ähm, so viel Zeit musste kurz sein, um das auch nochmal persönlich zu sagen. Jetzt äh, hoffe ich aber, dass ich den Sprung relativ gut schaffe nämlich äh, den heutigen Gastgeber zu begrüßen. Und zwar ist das äh, Herr Kerpen vom Weingut Kerpen, seines Zeichens einer der Sponsoren der TBB Trier. Vor allen Dingen jemand, der sehr, sehr leckeren Wein produziert und äh, die TBB-Sponsoren daran auch teilhaben lässt. Wie kam Ihre Begeisterung für Basketball zustande und dieser Kontakt? Das ist relativ einfach zu erklären. Wir sind seit mehreren Jahren mit Sascha Beitzel befreundet. Und er kam eines Tages auf uns zu und hat gesagt, ja, in der NOSCH, Fehlt ein guter Winzer, der gescheiten Wein ausschenkt und ob wir nicht Lust hätten, da mitzumachen. Und da haben wir sofort Ja gesagt. Die ganze Familie ist dabei. Es ist für uns jedes Heimspiel ein Familienfest, sage ich mal. Uns macht uns sehr viel Freude und ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind. Da bin ich äh, fest von überzeugt. Und der basketball hat, glaube ich, die Familien auch gepackt über den Kontakt hinaus. Ja, äh, total. Auch meine Frau die sonst nicht, nicht so sportbegeistert ist, fährt auch fleißig mit, jubelt mit, schreit mit, ist auch immer aufgeregt. Und äh, ja, es macht vom jüngsten bis zum, zur ältesten der Tochter allen viel Spaß und wir sind auch jedes Mal dabei. Was macht für Sie denn die Faszination aus, dass Sie wirklich sagen, die Begeisterung, die kommt so sehr rüber? Ganz einfach. Also ich äh, von den Kinderschuhen aus äh, habe ich Fußball gespielt bin auch heute noch sehr Fußball begeistert, aber der Basketballsport, diese Schnelligkeit, dieses, diese Highlights, die von einer Sekunde auf anderen wechseln, Sie haben ja gar keine Zeit, eine Minute wegzuschauen, dann haben Sie schon was verpasst und das macht einen riesigen Spaß. Die Begeisterung, der Adrenalinstoß, äh, auch bis zur letzten Sekunde, Sie können ja mit fünf äh, Punkten führen und äh, dann trotzdem noch verlieren. Solche Sachen gibt es beim Fußball weniger und das ist einfach faszinierend und ich freue mich schon hier auf die neue Saison mit der gesamten Familie. Also da ist man auf jeden Fall wieder mit am Start. Sie haben natürlich auch ein bisschen verfolgt. Die Leute sind natürlich gespannt. Heute wird ja eine Schlüsselposition auch bekannt gegeben. Ja, wenn man mal ein bisschen vorausblickt, ich meine, die Budgets sind bekannt, Trier hat nicht besonders das höchste Etatgefüge der gesamten Liga, da sind schon andere Mannschaften vorne weg, aber ich glaube, man hat es geschafft, wirklich einen Spirit. Für sich herauszufinden, für den man steht und was einem trotzdem Spaß macht, glaube ich, diese Mannschaft auch anzufeuern und zu verfolgen. Ja, auf alle Fälle. Es gibt ja den sogenannten Trierweg, wie wir alle kennen, und diese Gemeinschaft, dieses gemeinschaftliche Gefüge, dieses Zusammenhalt, diese jungen Spiele, diese Begeisterung, das macht einfach Spaß. Und es geht, der Funke geht auch auf die ganzen Zuschauer über. Und ich bin also froh, dass TBB bei diesem. Prinzip geblieben ist, bei diesen Neuverpflichtungen auch. Und äh, ich glaube, selbst wenn Anni Seifert weggegangen ist, was ich sehr schade finde, äh, glaube ich schon, dass ein gutes Team zusammengekommen ist und äh, Henrik Rödl und sein Trainerteam, die haben schon gute Ideen und bin ganz gespannt und ganz zuversichtlich auf die neue Saison. Ja, und weil äh, ja, TBB-Fans möglichst auch aus dem TBB-Netzwerk äh, gerne äh, ihre Sachen beziehen sollen, möglichst gerne auch leckeren Wein, das war unter anderem auch der Stream Wein, da müssen wir uns auch noch bedanken, denn Sie haben auch äh, unsere Idee als Videostream da aktiv mit unterstützt. Wo kann ich denn weitere Infos über tollen Wein bei Ihnen bekommen? Gibt es eine Homepage? Natürlich gibt es eine Homepage, äh, ganz einfach www.weingut-kerben.de. Wir würden uns aber viel mehr freuen, wenn die... Trierer uns hier besuchen würden. Aktuell, ganz aktuell, ab Donnerstag haben wir unser riesing Kaffee geöffnet. Hier unter diesem wunderschönen Magnolienbaum direkt am Moselufer. Herrliche Kulisse, guten Wein, guten, guten Kuchen, tolle Atmosphäre. Sind herzlich eingeladen, das zu genießen. Und äh, dabei kann man neben den Kaffee und Kuchen natürlich auch die gesamte Kerbenpalette probieren. Ich glaube, das ist schon ein Anreiz, hier hinzukommen. Mit Blick, glaube ich, auf die berühmte Weinlage Wielner Sonnenuhr. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch, jetzt habe ich gelernt, woher der Name kommt. Ja, direkt hinter uns äh, ist die Sonnenuhr, das Wahrzeichen unseres Weines, eine weltberühmte Lage. Und ich glaube auch, die Weine, die daraus kommen, sind von Welt, Weltqualität. Insofern glaube ich auch, dass es für die Besucher ganz interessant wäre zu kommen. So, Herr Kapner, lassen ja. wir uns äh, kurz noch anstoßen. Ja, gerne. Und äh, dann haben wir die Leute zu Hause auch ein Stück weit genug genau. auf die Folter gespannt, denn äh, wir haben noch einen Starting Point Guard. Heute bekannt zu geben und äh, da äh, darf ich jetzt zu mir bitten, aus Kanada den alten und neuen Starting Point Guard der TBB Trier, Jermaine Anderson. Fliegender Wechsel ja. auf der Terrasse. Und da kommt er durchs Bild. Schicke Uhr. There he is. Heute gelandet und uh, sofort bereit gewesen. Schon den ersten kleinen Medizincheck gehabt, nochmal durchgeknetet worden und dann mit ein bisschen Jetlag uh, schon bei uns in der Sendung. Well, first of all, welcome back. Um, I'm very happy that you're back because you're an experienced uh, player. Um, why this decision to really stay in Trier? Um, I mean, I had a very good relationship with the coaching staff. Um, you know, my family came and they loved it. And uh, I have the opportunity to play with one of my best friends, you know, in Jermaine Buckner. So. Also, drei Hauptgründe hat er ausgemacht, ähm, warum er gerne auch in Trier geblieben ist und sich dafür entschieden hat. Ähm, das erste war natürlich die tollen Erfahrungen, die er gemacht hat. Auch seine Familie war hier und er, er hat es toll gefallen. Ähm, dann die Verbindung ähm, zum Trainergespann, was eine wirklich sehr, sehr gute Arbeits- und auch, ich glaube, auf der persönlichen Ebene eine gute Beziehung äh, dort ist, die entstanden ist. Und dann natürlich auch ein Faktor, ähm, is naturally sein guter Freund, jermaine buckner mit dem er in der nächsten saison weiterhin in the gehen wird. well we lost two great players um, two top scorers of the last year team with andy seifert and Trevon hughes um, how can we um, really fit this hole uh, in the next season well i think you know losing you know, two guys like that is, is extremely tough but uh, you know everybody has to step up you know including myself we have to find ways to you know generate points Basketball Also, natürlich werden der TBB Trier nächste Saison zwei ganz wichtige Spieler fehlen: Andi Seifert und Trevor Hughes. Das waren die Topscorer der letztjährigen Spielzeit. Und äh, er sagt, wir müssen als Kollektiv dort äh, diese Lücken stopfen und kompensieren. Jeder Einzelne muss da einen Schritt vorwärts machen. Auch persönlich um, vor allen Dingen Wege finden natürlich dann auch für die Mitspieler zu kreieren oder selbst uh, Punkte zu erzielen um, Have the coaches still talk with you about your role? Is it uh, any difference to to last year? Um, not too much yet. Uh, I uh, I, t I text back and forth with the coach uh, throughout the summer a little bit. Um, I know he's gonna you know expect a, a lot more from me, but uh, you know I just want to you know meet the guys and get out there and uh, also, seine rolle wird sich äh, nur unwesentlich ändern, beziehungsweise er hat noch kein exaktes gespräch gehabt. Ähm, mit dem trainer gespannt, was sich genau ändern wird, ich denke das wird auch durch die tägliche trainingsarbeit dann von alleine, dann äh, im laufe des äh, mannschaftsbildungsprozesses dann auch passieren. aber er geht davon aus, natürlich einer der tragenden säulen der äh, neuen tbb-mannschaft zu sein. Und man muss gerade als erfahrener Spieler, der ist natürlich auch die Jungs, um, die da auch als europäische Talente mit Lukovic und mit Fraberts nachgekommen sind, dann auch leiten. Um, if you look at the, the roster, uh, without uh, playing, of course everyone has to fit in in his role. That's a, a building progress. But if you see the nationalities, I, I, I don't remember any team that's playing without American players. So is that just. Uh, a funny circumstance or is it purpose or uh, what is it to be honest i'm not sure <laughs> you'd have to ask coach uh you know i've been in that situation before where i haven't had any uh americans on the team it was just you know me and uh, you know other european players so i've you know been in that situation but i've never seen it uh here in germany but i mean at the end of the day you know basketball is a universal game it's a universal language so you know no matter where you're from as long as you know as a group everybody's playing together you know that's all that matters Also, wenn man den Kader betrachtet, dann fällt eins auf jeden Fall auf, wenn man die Nationalitäten sich anschaut. Ich glaube, das ist das erste, Jahr, also mir ist kein Team bewusst, könnt ihr mal mich im Chat korrigieren, wo ihr übrigens auch Fragen stellen könnt. Deswegen schaue ich hier immer so ein bisschen links rüber, ob da ein paar Fragen auftauchen an Jermaine. Ähm, das ohne amerikanische Spieler auskommt. Also, mir ist jetzt aktuell kein Team bewusst, auch nicht aus der jüngeren und älteren Trierer-Geschichte. Wenn ihr eins habt, dann sagt Bescheid. Aber Jermaine sagt, er war schon mal in einer Situation im äh, anderen Land, wo er äh, quasi nur mit europäischen Spielern zusammen dann gespielt hat. Und letztlich kommt es ja beim Basketball darauf an, äh, wirklich äh, gute Team-Chemie dann zu finden und... Äh wenn man es ganz runterbricht und salopp sagen möchte, muss man halt hinten und vorne in den Körbe machen. Und da ist letztlich relativ egal, woher die Spieler kommen. Aber ich glaube schon, ähm, da werden wir natürlich auch ähm, das Interview mit Henrik Rödel nachholen, äh, der ähm, im Moment im Urlaub ist, am ähm, Donnerstag, glaube ich, hier in Trier eintrifft. Dann werden wir Ende der Woche auch mit ihm ausführlich noch sprechen, ähm, wie er das Ganze einschätzt. Und vielleicht bekommen wir da auch ähm, einen Hintergrund, warum gerade gute, ausgebildete osteuropäische Talente dann eben mit den bestehenden Jungs zusammenarbeiten. Um, now I think the toughest time is coming up um, after the preseason. season, pre -season you yeah. have to to build on condition and uh, every um basics yeah. so uh your <laughs> experienced player is it also still a tough time or um, do uh, you get use of it well i i think for me i've been fortunate uh, i've I've always been with the national team, so I've always uh, missed this time of year so uh, this is gonna be tough for me I think this is gonna be my second uh, our preseason camp so uh you know but at the same time it's fun because you, you know you get a chance to you know meet the guys and and just to not worry about games and pressure and stuff like that so I think this, it'll, it'll be fun but obviously it's going to be a lot of work but you know I look forward to it Also auch im hohen Alter gewöhnt man sich noch gar nicht ganz daran an diese nun wirklich harte Zeit, die auf die Jungs zukommt. Die müssen jetzt alle Grundlagen schaffen für eine lange Saison, sowohl im konditionellen Bereich als auch im mannschaftlichen Zusammenhalt, was natürlich auch dazu gehört und was natürlich dann auch der Spaßfaktor ausmacht, wo er sagt, okay, man, man lernt sich kennen, man lernt die Charaktere kennen, man lernt sich kennen und schätzen und wächst als Team zusammen. Aber es ist natürlich auch harte Arbeit, die jetzt in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Nächste Woche ist Trainingstart, dann gibt es noch die medizinischen Untersuchungen, hat mir auf dem er erzählt also eigentlich jetzt im moment äh, jeden tag ab heute bei einem anderen doktor aber sagt auch das hat vorteile denn äh, gerade auch als erfahrener spieler ist es gut zu wissen äh, man kann sich auch auf seinen körper 100 verlassen weil man eben weiß dass alles auch bei 100 ist um, Was modi du do in a in Zeit, short period that you had free time or you still in shape and in training and preparing uh, preparing preparing for the new season yeah, yeah uh well, i went home and I, i took some time to rest uh, I rested about uh, two or three weeks And then I uh, just started working on my weaknesses. Um, I worked a lot on, you know, conditioning, uh, you know, doing swimming, um, you know, different cardio exercises. And uh, you know, I traveled a little bit. You know, went to New York and Los Angeles, uh, you know, for vacation. I trained in New York, so it was um, it was a great time being with family. Um, it went by quick, but uh, you know, it's, it's time to get to work. Also, ein bisschen Freizeit hat er jetzt auch gehabt, äh, sich natürlich schon vorbereitet, ähm, hat aber auch die Zeit genutzt, natürlich mal mit der Familie zusammen zu sein, also in Kanada, aber natürlich auch schon sich vorbereitet. Ähm, hat auch von den Trainern ähm, in Abstimmung ein bisschen was mitbekommen, worauf er sich gezielt vorbereiten soll und äh, hat sonst aber auch die Zeit genutzt, um nach New York und LA zu fahren, hat aber auch selbst dort noch trainiert, um sich vorzubereiten. Um, well, we, we talked once about your great free throw performance and you just told me it's just about work. Uh, you have to train 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 it and so you're really experienced player right now but are there still things you really have to or want to work on to get better oh er every every year uh, i think if you stop working then you have to stop playing you know no matter what your there's weaknesses and uh, you know i, I addressed. I, I asked the coaches last year that you know some of the things i needed to work on and uh, we spoke about it and uh you know i tried to you know work on those things this summer so Every year is, is something new. And uh, I'll never stop, as long as I'm playing. Also, ist natürlich auch eine Arbeitseinstellung, die die Coaches, die natürlich auch zu Hause oder im Urlaub zuschauen, ähm, dann auch erfreuen wird. Er sagt, äh Egal wie alt man ist oder egal wie ausgereift das eigene Spiel schon ist, natürlich kennt man seine Stärken und Schwächen, aber man hört nie auf, daran zu arbeiten und sich zu versuchen zu verbessern. Er hat gesagt, wenn man aufhört zu arbeiten, dann kann man auch aufhören, ähm, Basketball zu spielen. Von daher ähm, gibt es da immer Sachen, die er weiterentwickeln möchte und vorantreiben möchte. Um, well the difference is uh, last year. Um You were with the national team, and uh, you had a virus, I think, and yeah, yeah. you were <laughs> not in top shape coming here. So no, I think you you have been ill this yeah, time. So sick. <laughs> you were sick, yeah. and you lost some way uh, some kilos. Yeah. Um, so do you think that's gonna be an advantage this year, really, to especially as a point guard, yeah. to really lead the team from the first day on? Well, I think I think the biggest thing for me was rest. Mm -hmm. uh, I've been playing, you know, every summer since two thousand and four. So I think for, you know for me getting the rest and and just focusing on the things that I need to work on you know without obviously too you know, with stress and pressure and traveling you know takes a toll on the body so I, I feel with the added rest and uh you know with the work that I put in then it should be sein. Uh, beneficial for me. Also, ich habe noch angesprochen auf die Situation als letztes Jahr als Point Guard nach Trier kam, da war er bei der Nationalmannschaft ähm, von war bei der Nationalmannschaft von Kanada hat dort ähm, viel gespielt, auch viele reisen gehabt, viele Spiele gehabt und ist dann äh, mit einem Virus nach Trier gekommen, hat auch äh, einiges an Gewicht und damit auch an, an Fitness und... Masse verloren war einfach krank, als er hergekommen ist. Und äh, er hat auch gemerkt irgendwie und sich da auch gezielt äh, auch die Zeit genommen, dieses Jahr eben nicht, wie seit 2004 immer äh, im Sommer durchzuspielen mit der Nationalmannschaft, äh, sondern zu sagen, ich brauche Ruhe, äh, ich, ich bereite mich gezielt vor und komme dann wirklich in einer ganz anderen und viel, viel besseren Verfassung nach Trier, um dann vom ersten Tag an eben die wichtige Rolle äh, im Team äh, einzufinden und einer der absoluten Leader. in the new season to Um you also look, of course, at the league uh, the development. Um, the are great news, especially the new um, tv contract, or uh, also great players that are coming in the yeah, league. Yeah. so i think the potential, i don't know if is there is any stop, but it, it's getting better and better every year. so, mm -hmm. of course, it's tougher for little teams or smaller teams like trier. so what do you think if you, if you look at the league? Uh, it will be a competition and um, what do you think can be the goals for Trier? um yeah just looking at the league it's getting stronger and stronger every year you know we, I, I spoke to you on the way here that uh there's a lot of uh you know top european players coming now um and i and i do think that you know this league will be probably one of the premier if not the premier league within the next three or four years but uh i think for us it's more so just being a, a unit you know um you know we're not going to have the biggest budget Wir werden nicht die größten Namen haben, aber in Basketball ist nichts davon. So lange wir zusammen sind, wir sind eine Unit und, obwohl, wenn wir uns heftig bleiben können, und, obwohl, Gottes Besitzung, wir sollten okay Also, die Liga die äh, wächst in allen Bereichen. Ähm, nicht nur, was die Abbildung der Spiele betrifft durch den neuen TV-Vertrag, ähm, wo demnächst auch nähere Infos folgen werden, sondern eben auch, was äh, die Qualität gerade in der Breite, allerdings auch in der Spitze der Liga betrifft. Also für Jermaine wird es noch nicht mal, wenn ich das eben richtig verstanden habe, bis 2020 äh, dauern, sondern gesagt, innerhalb der nächsten drei, vier Jahre wird äh, die deutsche Liga das 9-Plus-Ultra in, in Europa sein, wenn die Entwicklung entsprechend weitergeht. Äh, mittlerweile kommen europäische Topstars nach Deutschland, um hier zu spielen. Das bedeutet natürlich für einen. Team mit eher kleinerem Budget wie die TBB, dass man sich noch mehr definieren muss als Einheit. Das Teamgefüge muss stimmen, der eine muss für den anderen laufen, rennen, beißen, kämpfen. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, genau hinzuschauen, wen man verpflichtet. Alle Spieler waren auch in dieser Offseason, das macht längst nicht jeder Verein so. Hier in Trier haben vorgespielt und vorgesprochen, da wird sehr auf den Charakter geachtet und das muss die große Stärke sein, sagt Jermaine. Wir haben nicht das große Budget, wir haben auch nicht die ganz, ganz großen Namen, aber vielleicht, und äh, das ist unsere aller Hoffnung und auch äh, seine Überzeugung, ein ganz, ganz großes Team. Ich blicke mal kurz in den Chat und habe eine Frage zu den Freiwürfen, die ich gerne übernehme. Ansonsten die Fragen bitte jetzt nochmal stellen, damit ich sie auch äh, im Chat dann nochmal lesen kann. Um. Um, so, a question to free throws: the way you train it. Is it just uh, about. Um, uh, exercise and we play we play we play or are there some technical things that you really can train and get the the free throw in that percentage that you can do it um i just f it's more so um shooting them when you're extremely tired okay so uh there's nothing that i do uh, that's you know different or or magical or anything it's just you know just shooting them in a fatigue state and uh and then obviously just you know it's god's will you know just <laughs> hopefully god will allow the shot to go in, but you know, obviously this training and then repping it as, as, as many times as possible. also, keine besondere technik oder tricks. Uh, letztlich uh, ist es natürlich wichtig, den gleichen rhythmus immer uh, dann auch durchzuführen, und der entscheidende punkt ist, freiwürfe dann zu trainieren, wenn du komplett fertig bist. also, wenn du auf uh, hohem uh, level bist, in, der, in die pumpe sozusagen bis zur schlagader im kopf dir hämmert, und du dann an die freiwurflinien gehst, um dann eben in Drucksituationen oder in zumindest äh, spielähnlichen Situationen eben das Ganze zu üben und nicht vielleicht am Anfang äh, vom Training, wo eben äh, das vermeintlich leichter fällt, weil eben der Puls noch im Normalzustand ist. Soweit äh, seine Einschätzung. Dann eine weitere Frage. Ähm und er <laughs> hat noch hinten hergeschoben, dass er ihr bitte nicht äh, böse sein sollt, wenn er vielleicht in der nächsten Saison ein paar Freiwürfe mal daneben setzen könnte. Denn die Quote vom letzten Jahr, die war schon auch für ihn außergewöhnlich gut. Aber trotzdem ist es, und da bin ich, äh, man leidet ja auch immer mit, so von außen, ganz froh, dass man in äh, gerade auf der Position, die häufig gefault wird, einen Spieler hat, wenn es eng ist, wo man zumindest. Äh, ohne selbst ganz aufgeregt zu sein, da er entspannt zuschauen kann, wenn Jermaine Anderson an die Freibowflünie schreitet. Um, a question um, to the roster um, from the fans: um, Do you think the big positions is there a lack of experience there? There are a lot of young guys with Vita, Andy Vanster and uh, Steph Schmidt. Yeah, well, I think our, our whole team is going to be young, you know, and I think that's, uh, you know, on the coaching staff, uh, you know, you know, Buckner and myself to kind of, you know, help mold these guys and you know to kind of push them and you know encourage them but you know our, from you know just looking at the team you know i haven't met everybody uh, I, m I haven't met all the guys yet but you know we're going to be young as a group so you know it's we're going to really have to you know help out and and you know encourage one another Also nicht nur die Center-Position, das ganze Team wird ziemlich jung sein, äh, vorneweg dann mit zwei Haudegen sozusagen, äh, ohne das despektierlich zu meinen, aber die müssen die Erfahrung halt reinbringen, die auch die Ruhe reinbringen mit den zwei kanadischen Germains und ähm, ansonsten heißt es, füreinander da sein, ja? viel äh, auch switchen vielleicht und das eine und andere äh, sich gegenseitig aushelfen und äh, vor allen Dingen an einem Schrank ziehen. Das ist das Wichtigste und ich glaube, da können wir auch positiv sein, dass da eine klare Struktur ist, weil äh, die ist ganz, ganz wichtig und ich nehme mal ein Beispiel, letztes Jahr Würzburg besetzt mit vom Papier hochkarätigen Spielern, aber da hat es halt äh, in der Hierarchie nicht gestimmt und wenn ich das in Trier mir anschaue, dann sieht das nach einem klaren Plan aus und äh, auch nach einer klaren Spielweise, die man da zu erwarten hat. another question from the fans so a lot of questions that's <laughs> a, a good thing so um, um are there any special things you've worked on um being at home. Uh, i think a lot of, a lot of foot speed okay. uh, a lot of foot speed uh, agility um, obviously conditioning and um and you know finishing around the basket you know so short shots um just being able to to get my shot up over the big men uh, as quickly as possible. So ein ich. <lacht> <lacht> ähm, Ja, er hat ähm, vor allen Dingen an drei Sachen gearbeitet. Einmal die Kondition, um wirklich die richtige... Guten Grundlagen zu legen, weil er wird sicherlich viel auf dem Parkett stehen und auch ähm, mit ziemlich viel Druck vom Gegner rechnen müssen, gerade auf seiner Position. Dem muss er gewachsen sein. Dann äh, von der Beweglichkeit, Agilität her und ähm, vor allen Dingen den Abschluss zu suchen im Weg Richtung Korb ähm, und vor allen Dingen dort dann zu trainieren, den Wurf hoch genug anzusetzen, egal welcher Koloss von Rodos da vom Gegner unter dem Korb auf dem Weg steht. Und äh, wir werden gerade angegriffen von einer Biene. <laughs> Okay, äh, die jetzt aber wegfliegt. Und ähm, da der auf jeden Fall trainiert, sage ich mal, noch mehr, und noch stärker zum Korb zu ziehen, ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen und dann den Abschluss auch, ähm, wie gesagt, auch über Big Man anbringen zu können. So. Die Frage, wir gehen also mit Schmidt, Chikoko und Wenzel in die Saison. Ähm, dazu haben wir noch Bagner und Wrabatz auf der auch auf den großen Positionen zumindest auf der 4 aushelfen kann. Das kann ich direkt beantworten. Und ähm, ansonsten... The frage die natürlich auch immer wird, um, if you have free time in trier you know the city right now are there do you have special places you like or whether you go to eat or anything special you like about trier. uh yeah well f for the first week i'll probably try to <laughs> try to sleep to try to get my <laughs> the, the sleep pattern uh back on schedule but uh for me i just i like to relax to walk around um there's a little uh. A chicken truck that I go to. I don't know where it is, but he serves chicken out of a truck and I I really enjoy it. So I'll go there. I, I actually uh, went there when I came off the got off the plane. So but uh, besides that no just relax and you know just enjoy the time. Hopefully the weather's good. Also, äh, ein ruhiger Zeitgenosse, wenn er mal frei hat, aber muss er auch äh, ein bisschen die Beine hochlegen, relaxen. Ein bisschen spazieren gehen durch die Stadt. Also, man sieht ihn auch des Öfteren mal durch die City schlendern. Und ansonsten hat er irgendeinen Lieblingsladen, wo er sehr gerne sein Hühnchen äh, bezieht. Weiß gerade den Namen nicht genau. Und äh, war da auch direkt, äh, als er wieder zurück war, um äh, aus dem Flieger, wo er heute Morgen war, da ein bisschen Mittagessen dann auch zu machen. Um, <laughs> nächste Frage: um, Are you happy to see Aggie again? Oh, yeah, that's my boy. That's, my, that's, that, that's the man right there. Uh. can't wait to see him. He's like the he's a do-it-all. He does it all. So I'm um, I'm looking forward to seeing him. Also, I, I wanted him to come to Canada, but he didn't want to come. <laughs> okay. <laughs> um, er hat ihn sogar eingeladen, also uh, agi nach Kanada, da war wirklich dann uh Ich glaube, Agi fliegt auch nicht gerne. Eine Absage bekommen, aber er sagt ja, Agi ist mein Junge, mein, mein Mann. Ich freue mich sehr, er ist irgendwie der, der hinter den Kulissen irgendwie Mädchen für alles ist. Und das ist auch etwas, was man von allen Spielern hört. Er ist eine skurrile Person, das meine ich ganz positiv. Und auf jeden Fall jemand, der jedem Basketballprofi, der in Trier gespielt hat, im Gedächtnis bleiben wird. Und der auch eine ganz, ganz wichtige Rolle übrigens spielt. Im Hinblick auf die große Ausstellung, die erfolgen wird zum 25-jährigen Bundesliga-Jubiläum im Rheinischen Landesmuseum in Trier. Ihr glaubt gar nicht, was AGI seit seiner Zeit alles gesammelt hat. Das wird ganz, ganz großes Kino. Ich glaube, er hat von jedem Fanartikel, den es jemals gab, mindestens ein Exemplar. Nur um da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu blaubern. Um, um, next question: Who was the toughest opponent you ever played again? And you played again last season. Were the toughest opponent that I ever played against in my life? Yeah. Or, or last both season? both questions uh, both. I would probably say maybe playing against uh, Chris Paul and Carlos Arroyo, okay. uh, you <laughs> know, the national team, and uh, last season. Um. I'd probably have to say um. Uh, Vielleicht maybe, maybe Adams oder Delaney, okay. just because they're extremely quick. I um, you know Adams is really small uh, last season, so I'd probably say those two guys were, uh, were tough, were tough covers. Also der letztjährige äh, Topscorer, Adams war es und Malcolm Delaney, der MVP der Liga. Also ähm, zwei wohlverdiente und große Spieler, die auch ihm äh, aufgrund der Schnelligkeit vor allen Dingen und der individuellen Klasse von Delaney dann auch ähm, als Herausforderung sich herausgestellt haben und äh, auf seine Karriere gesprochen, sagt er: ähm, who are the two? Chris Paul and? and uh, Carlos Arroyo. Ah, Carlos Arroyo und äh, Chris Paul, NBA-Stars im Nationalteam, auf die er getroffen ist. So. Ich glaube, dann haben wir soweit die Fragen der Fans. Ähm wenn jetzt keine schnell kommt, dann auch abgefrühstückt. Ansonsten besteht natürlich auch die Gelegenheit, die Mannschaft kennenzulernen, das offizielle. Die offizielle Mannschaftspräsentation ist am 31. August im Brunnenhof in Trier. Wird dann, weil ich leider anders verpflichtet bin, von Tom Brudell wahrscheinlich moderiert. Da gibt es die erste Gelegenheit, die Jungs dann zu sehen. Es wird auch ein öffentliches Training geben. Das steht aber noch nicht genau fest. Und sobald alle Testspiele auch endgültig fixiert sind, wird spätestens in der übernächsten Woche, vielleicht auch noch in dieser Woche, dann auch der genaue Fahrplan sozusagen herausgegeben wann welches äh, Testspiel hier in der Region dann auch zu sehen ist und wo die Mannschaft generell unterwegs ist. Sie werden wieder ein Trainingslager haben in Belgrad, auch dort einige Spiele absolvieren. Und es wird ein äh, Testspiel auf jeden Fall zur Saisoneröffnung quasi eine oder wenige Tage vor Saisonbeginn geben. Am letzten Septemberwochenende sonntags, ich glaube, das ist der 28.09. Dort gibt es ein Testspiel in der Arena Trier, wo man die Jungs dann auch gegen... So ist zumindest die Planung, einen hochkarätigen Gegner dann erleben kann in der Arena Trier. Ansonsten, wie immer die Frage, die die Fans immer interessiert, One question still, do you still wear the 55 next ja. season? Ja, yeah, warum nicht? Ich guess. <laughs> <Und> wie <laughs> will immer. To keep it. <laughs> so weird Number, but hey, whatever, whatever works. Okay, also wie immer dann auch äh, sieht man, dass manche Spieler verbinden ja wirklich was damit. Also ist ja nicht so, dass es äh, bei die meisten Spieler ist es relativ egal, was da auf dem Brücken drauf steht. Äh, er sagt, warum nicht? 55 kann weiter. Von mir aus gerne so bleiben, wenn kein anderer sie haben möchte. Soweit also die TBB at Home Ausgabe für heute. Thanks a lot, Jermaine, for being here. Thank you, I appreciate be it. Be safe jet lag. Have yeah. a good sleep and <laughs> really come <back laughs> in the rhythm soon. Yeah, thank you, thank you. And um, maybe you want to say some words to the fans at the end. we uh, you know, uh, you know, we thank you for your support last year. We look forward to seeing you this season and uh, you know, let's go TBB cheer. So soll es sein. Let's go, TBB. Das ist auch unser Motto. Damit äh, sind wir soweit durch. Es war eine relativ kurze äh, Preseason für uns. Äh, terminlich schwieriger als jemals zuvor, weil wir weniger Spieler präsentiert haben. Aber soweit steht der Kader jetzt für die neue Saison. Ähm, gegebenenfalls werden wir noch, äh, ich weiß noch nicht, ob wir das live machen, ähm, eine Sonderausgabe zur Jugendarbeit der TBB Trier machen, wo auch der eine oder andere Perspektivspieler mit äh, Richtung Profikader zumindest trainiert und aufrücken soll. Die werden wir euch dann auch noch vorstellen und geplant ist auch in der kommenden Saison. Ähnlich wie es das mal äh, von den Online-Kollegen gab, äh, in Videoform die Spieler zu Hause nochmal zu besuchen und ein kleines Porträt von den Jungs zu drehen, was die eigentlich so machen, wenn sie nicht auf dem ähm, Basketballfeld bei äh, den Spielen oder in der Trainingshalle stehen. Soweit Dankeschön auf diesem Wege. Feedback wie immer gerne über die einschlägigen Kanäle Facebook, Basketball-Stream.de oder per Mail an äh, chris at basketball-stream.de. Und ähm, gerne könnt ihr noch uns Fragen schicken über diese beiden Kanäle entweder über die Facebook-Seite von uns oder über die E-Mail-Adresse, die ihr gerne beantwortet haben möchtet von Henrik Rödel. Wir werden die Gelegenheit haben, ihn natürlich nach seiner Ankunft, ich habe gesagt bis Ende der Woche, werden wir das drehen können, ähm, alle Fragen zu stellen es seien ja eine kommen Tausende, dann werden wir natürlich filtern, um ähm, euch gut vorbereitet in eine hoffentlich sehr sehr spannende und erfolgreiche Basketball-Saison mit der TBB Trier zu schicken. Und da freuen wir uns drauf und sind gespannt, welche Fragen ihr habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.